Du bist Schüler der FAG. Eine Klausur kann Panik auslösen. Die Worte des Lehrers, die diese ankündigen, verursachen eine wahre Flut von Spickzetteln. Genauso, wie sich dein Spicker während der Arbeit in Luft auflöst. Möchtest du gerne im Boden versinken? Unrealistisch, sagst du. Und warum bekommen wir Ergänzungsunterricht in Englisch, wenn es nicht zu schaffen ist? Wieso erklärt man uns zum nächsten Mal eine Matheaufgabe, wenn sie nicht zu lösen ist? Du kennst die Antwort. Weil mit Hilfe der Lehrer das Verständnis kommt. Und mit deinem Willen eine bessere Note. Du bist ein Teil der FAG und die FAG ist ein Teil von dir. Du bist Schüler der Friedrich-August-Gentz-Schule. Deine Mitschüler sind zu außerordentlichen Taten bereit. Sie rennen gegen Treppen und holen sich Plattformen. Sie haben sich den Draht vom Spiralblock in den Fingern. Egal, wo du dich befindest. Ob in der Schule oder zu Hause. Du bist im Internet immer für jeden erreichbar. Du bist der Schüler. Du bist Schüler der Friedrich-August-Gentz-Schule. Unsere Zeit in der FAG schmeckt nicht nach Zuckerwatte. Das will auch niemand behaupten. Mag sein, du hast manchmal ein Brett vom Kopf. Oder Tomaten vor den Augen. Aber wir sind nicht die erste Klasse, die diese Schule verlässt. Die FAG hat genügend Lehrer. Um uns zu lehren, uns zu nerven. Wir sind 1369 Schüler. Streng nochmal dein Köpfchen an. Du bist der Koch. Du bist 1369. Du bist Schüler der FAG. Also wie wär's, wenn du dich mal wieder selbst anfeuerst? Nicht nur mit dem Mopedgas, geh runter von der Bremse. Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Schullaufbahn. Die Frage ist nicht, was andere für dich tun. Du bist die anderen. Du bist FAG. Behandle deinen Lehrer doch wie einen guten Freund. Meckere nicht über sie, sondern nimm ihre Hilfe an. Bring die beste Leistung, zu der du fähig bist. Und wenn du damit fertig bist, übertriff dich selbst. Arbeite an deinem Können. Verändere die Welt. Du hast die Fähigkeit. Du bist Schüler der FAG. Wir alle waren.